Naja, wir haben jetzt natürlich ein paar äußere Umstände auch gehabt. Warum? Unter Umständen Investitionen, gewisse, manchmal auch ein bisschen Resignation dabei. Wir sind permanent gebasht worden durch diverse Vorgänge, die aber auch die Politik ganz stark zu verantworten gehabt hat, wie zum Beispiel dieses Hater-Thema. Auf der anderen Seite hat natürlich Kärnten, die Wirtschaft hat immer gezogen und war immer der starke Motor für sämtliche Dinge, die nach vorne gehen, und das wollten wir unterstützen. Da haben wir gesagt, was können wir tun, wie können wir das alles am Boden bringen, das wir notwendigerweise auch benötigen. Begonnen mit der Investitionsplattform letzte Woche, jetzt mit diesem Paket, das der Bund uns zusteuert, und als letztes wollen wir das, was das Land auch noch einmal mit einer Entlastung von verwaltungstechnischen Themen, von zusätzlichen Calls, die wir meines Erachtens dringend benötigen, sodass wir die gesamte Palette der Kärntnerwirtschaft auch abbilden können. Es hat insgesamt drei Teile. Also der eine ist sozusagen jetzt Unternehmertum insgesamt wieder zu forcieren, also Betriebsgründungen zu erleichtern und vor allem auch die unternehmerische Tätigkeit, was Anlagenrecht, was Bürokratie anbelangt, einfach besser möglich zu machen. Das schnüren wir auf Bundesebene, dieses Paket nutzt auch Kärnten. Und dann haben wir vor allem zwei ganz spezifisch auf Kärnten ausgerichtete Aktionen. Das eine sind sogenannte Innovationswerkstätten, wo wir die Zusammenarbeit zwischen Leitbetrieben, Fachhochschule und Startups forcieren wollen, Stichwort Prototypenbau beispielsweise. Und das dritte ist eine etwas breiter angelegte und wahrscheinlich der wirksamste Teil der gesamten Aktivitäten, eine Aktion, die heißt Investitionszuwachsprämie. Das beinhaltet Folgendes, dass jeder, der über dem Schnitt der letzten drei Jahre liegend zwischen 100.000 und 400.000 Euro investiert, 10% Investitionszuwachsprämie lukrieren kann. Sowas hat sich auch in Salzburg sehr bewährt. Wir hoffen dadurch, dass wir etwa 80 Millionen an Investitionen generieren können. Und das ist gerade in Zeiten wie diesen ein recht guter Impuls. Wir haben in Kärnten eine positive Stimmung, und diese positive Stimmung wird heute mit der Unterstützung des Bundes gestärkt. Wir haben hier heute eine Doppelpackung für die Unternehmen, für die Entwicklung der Unternehmer bekommen, und wir gehen hier einen Weg, der für neue Einkommen, für neue Arbeitseinkommen, für neue Arbeitsplätze, für Investitionen sorgen wird, der Mut macht, dass Unternehmerinnen und Unternehmer investieren. Naja, das ist auf unser Betreiben natürlich zustande gekommen, wenn wir gesagt haben, wie können wir etwas am Boden bringen? Wie können wir jetzt Incentives geben, die notwendigerweise benötigt und gebraucht werden? Und da haben wir verhandelt, auch mit Landesrat Benger und mit dem Minister in Wien. Wir können hier auch der Bund uns unterstützen. Und das war das Ergebnis dessen, was heute präsentiert wurde. Und ich glaube, es ist ein ansehnliches Ergebnis. Und wir haben es auch zum Vorbild genommen, wie es die Salzburger gemacht haben, welchen Hebel sie dadurch erzeugt haben. Und ich glaube, das ist wiederum ein Baustein, wiederum ein wesentlicher Baustein, wo wir sagen, wir geben Gas, wir versuchen, Investitionen am Boden zu bringen, Flexibilisierung in der Arbeitswelt zu bekommen und auf der anderen Seite zum Schluss Bürokratie auch abzubauen und gleichzeitig immer auf dem Vollgas drauf zu bleiben, dass wir das, was wir auch haben, auch Beschäftigung garantieren können. Ich glaube, das ist jetzt einmal ein erster Anknüpfungspunkt, und wir sollten dadurch die positiven Komponenten etwa im Bereich der Lehrlingsausbildung, aber auch was Betriebsansiedelungen aus Slowenien oder Italien anbelangt, forcieren können, aber auch in bestehende Unternehmen so weit hineinzuwirken, dass man dort mehr investiert. Darüber hinaus überlegen wir natürlich noch weitere Aktivitäten, was Forschung und Entwicklung anbelangt, hier zielgerichtet in Richtung Kärnten zu bringen, weil wir ja natürlich interessiert sind, dass wir jetzt nicht unterschiedliche Entwicklungen im Wirtschaftsgeschehen der Bundesländer haben. Tatsache ist eben, dass wir eine relativ hohe Verschuldung und eine relativ niedrige Wertschöpfung pro Kopf haben, was Kärnten in den letzten Jahren eben belastet hat. Und wir wollen das umdrehen, und deswegen diese Aktivität.
Ich bin davon überzeugt, dass das heute vorgestellte Kärnten-Paket die mutigen Kärntner Unternehmer nützen werden und hier Investitionen verstärkt setzen werden. Investitionen in die Zukunft, in die Entwicklung ihrer Unternehmen und damit Wohlstand in Kärnten verstärkt sichern.